Hi! Aus den vielen zugesandten Wörtern von euch habe ich fünf ausgelost, und zwar Indiensommer, Herbstkiesel, Kälte, Pumpkin und Kastanien. Daraus habe ich die Geschichte Beziehungskiste gebastelt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ernsthaft? Du willst den Indiensommer in Amerika erleben? Wieso? Wir haben ja doch auch einen schönen Herbst. Da muss man nicht kilometerweit fliegen. Alvina zog die Augenbraue hoch und ließ Vitos Fragen unbeantwortet. Sie widmete sich weiter ihrer Internetrecherche. Doch Vito ließ nicht locker. Du weißt, wie sehr ich Fliegen hasse. Wieso musst du mir das antun? Ich kann auch alleine, wenn du willst. Einmal will ich das erleben und es findet jetzt gerade statt. Da bleibt nicht viel Zeit zum Buchen. Überleg es dir und gib mir später Bescheid. Ich gehe jetzt mit dem Hund raus. Alvina pfiff Fifi den Bernhardiner zu sich und ging los. Vito verdrehte die Augen und äffte seine Freundin nach. Mimi, mimi, mimi. Ich kann das auch alleine. Indiensommer, bla bla bla. Vermutlich sagt sie jetzt auch bald nur noch Pumpkin anstatt Kürbis und macht dann Pumpkinsuppe. Sollt ihr doch alleine gehen. Vito ging zur Kellertreppe und rutschte auf den Kastanien aus, die dort auf der Seite zum Trocknen lagen. Ja, es gibt in der Tat bessere Plätze, um Kastanien zu trocknen. Wieso Alvine das immer tat, wusste er auch nicht. Alvina stapfte über den nassen Herbstkiesel und Fifi wackelte hinter ihr her. Sie blieb stehen, denn es stach ihr ins Herz. Sie dachte an Vito und ob sie zu viel Druck aufgebaut hatte und er jetzt wieder sauer war. In letzter Zeit stritten sie oft. Ob sie noch an der Beziehung festhalten sollte, stellte sie immer mehr in Frage. Fifi sah sie an und hoffte auf ein Leckerli. Nach einem ausgiebigen Spaziergang kehrte sie zurück. Die Kellertür stand offen und Alvina knallte sie zu. Von Vito fehlte jede Spur. Wenn er meint, einfach weggehen zu müssen, dann hat er Pech. Ich buche die Reise jetzt für mich allein. Vielleicht ist so eine Auszeit mal ganz gut für uns, sagte Alvina vor sich hin und startete den PC. Sie saß am Esszimmer, Tisch und recherchierte. Mit einem letzten Klick buchte sie die Reise. Wohn- und Esszimmer bildeten einen offenen Wohnbereich. Alvina spürte Kälte aus dem Wohnzimmer und ging hinein, um die Fenster zu schließen. Innerlich fluchte sie, denn sie vermutete, dass Vito mal wieder die Fenster offen gelassen hatte, so wie er es oft tat. Und wieder war sie froh über den Entschluss, alleine zu reisen. Den Flug hatte sie für übermorgen gebucht. Als sie im Wohnzimmer ankam, stellte sie fest, dass kein Fenster offen war. Aber Vito saß auf der Couch und starrte ins Leere. Boah, Vito, wie lange sitzt du denn da? Und wieso ist es so kalt? Vito antwortete nicht. Er starrte sie nur an. Geht es dir nicht gut? Du bist so blass. Er schüttelte sich kurz und legte dann ein Bein über das andere. Nein, mir geht es nicht gut. Ich bin die Treppe hinuntergestürzt. Wegen deiner doofen Kastanien. Musst du die da trocknen? Alvina verdrehte die Augen. Jeden Herbst führten sie diese Diskussion. Ja, muss ich, weil da die beste Durchlüftung ist und sie liegen seitlich auf der Treppe, nicht mittendrin. Außerdem macht man das Licht an, wenn man in den Keller geht. Stell dich nicht so an. Vito grummelte vor sich hin und brachte Alvinas Blut zum Kochen. Du bist nur am Motzen. Von dir kommt kein Liebeswort oder Umarmung. Es ist besser, wenn ich alleine gehe. Ein wenig Abstand täte uns sicherlich gut. Ja, fein. Dann geh doch allein. Brauchst aber nimmer kommen. Von dir kommt auch nichts Nettes mehr. Null. Du hast mich eben nicht mal gefragt, ob ich mir was getan habe bei dem Sturz. Ich hätte sterben können. Jetzt tu nicht so, also bitte immer gleich überdramatisieren. So schnell stirbt man nicht. Aber gut, wenn es dich beruhigt, dann tue ich die Kastanien weg und ich werde nach dem Urlaub wiederkommen. Aber du bist bis dahin hoffentlich weg. Das ist nämlich meine Wohnung. Ich habe sie gekauft. Du wohnst nur hier, mietfrei. Bitte. Danke. Alvina machte sich auf den Weg in den Keller und überlegte, noch ein paar Klamotten in die Maschine zu stecken für die große Reise. Sie öffnete die Tür zum Keller und schaltete das Licht an. Siehst du? Lichtschalter. Dann deutete sie auf die Kastanien und sprach weiter. Kastanien.
Vito stand hinter ihr und warf die Arme in die Höhe. »Tu nicht so, als sei ich doof. Ich schaue nicht jedes Mal auf den Boden, wenn ich wohin laufe. Und außerdem habe ich alle Möbel gekauft. Alle, Frau, mietfrei.« Alvinas Herz hämmerte wie wild wegen Vitos Worte. »Kannst du jetzt nicht endlich mal Ruhe geben? Ist ja nicht zum Aushalten mit dir.« Sie ging während des Redens langsam rückwärts weiter die Treppe nach unten, hielt sich am Geländer fest. Ihr Blick war auf Vito gerichtet, der immer blasser wurde. Offensichtlich setzte ihm die bevorstehende Trennung zu. Alvina presste ihre Kiefer aufeinander und ballte ihre freie Hand zur Faust. Plötzlich blieb Vito stehen. Seine Augen waren weit aufgerissen und sein Mund geöffnet, doch es kam kein Ton heraus. Alvina ging die letzte Treppenstufe hinab und stürzte über etwas, aber es waren keine Kastanien. Vitos lebloser Körper lag da, die Gliedmaßen unnatürlich verbogen. Sein Geist auf der Treppe verschwand und Alvina war allein. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen und freue mich, wenn ihr mir ein Feedback gebt.